Ich kann die Stimme auch aufzeichnen und die Stimme wiedergeben, zum Beispiel bei einer Pressekonferenz. Viel Spaß mit dem Video. Hallo, hier kommt jetzt auch ein Video von mir. Und das packen wir nach dem Intro gemeinsam aus und schauen mal, was drin ist. Ja, das habe ich heute bekommen und das wurde mir von der Firma HY Security Office Store zur Verfügung gestellt. Und hier nochmal schon mal einen großen Dank. Dann werden wir das mal gemeinsam öffnen. Wie man sieht, das kommt von Amazon. Wir brauchen jetzt auch keine Schere. Nehmen wir das mal raus, das gute Stück. Sonst ist hier nichts weiter drin. Also können wir die Verpackung wegpacken. So, hier haben wir ein 32 GB Voice Recorder Pen oder Pencil. Ja, ist hier einer in Deutschland, der hier bei Amazon Ware hinterlegt hat, damit es schnell geliefert werden kann. Hat USB 2.0. Ja, made in China, muss nichts Schlechtes heißen. DJI ist ja auch ein gutes Produkt. Gibt auch andere namhafte Hersteller aus China, die halt gut sind. So, hier ist was aufgeklebt. Normaler Karton. Hier gibt es die verschiedenen Gigabyte-Größen. Ich komme mal ein bisschen dichter ran. Und ich habe hier die 32 GB. Das soll bis zu 376 Stunden Aufnahmen aufzeichnen können. Je nachdem. Und eine Akkuladung reicht bis zu 14 Stunden. Wir packen das mal aus. Ja, hier ist nichts weiter drin. Weiterhin Pappe. Hier ist das jetzt so ein filziger Stoff. Hier ist der eingepackte Stift. Da kommen wir aber gleich hinzu. Wir wollen jetzt mal gucken, was hier weiter drin ist. Ja, das ist hier so ein weich samt, dass er gut liegt, geschützt ist. Also hier hätte man, so wie bei anderen Herstellern, weil wenn das so aufliegt, ja, dann musst du ein bisschen reindrücken, aber gut, das ist jetzt nichts Schlimmes. Ja, hier haben wir die Bedienungsanleitung, die ist auf Englisch. Und hier auch auf Deutsch. Diktiergerät, Aufnahmegerät. Ich suche ein bisschen weiter ran. So. Hier ist dann auch ein Beipackzettel. Ein Jahr Garantie gibt das hier. Das steht immer auf Deutsch und auf Englisch. Gehen wir mal beiseite. Was haben wir denn noch hier so Schönes drin? So, sonst ist er jetzt leer. Hier haben wir ein Zubehör. Jetzt kommen wir ein bisschen dichter ran. Dann könnt ihr die Tasten sehen, das hier plus, also laut, leise. Vorspulen, zurückspulen, Stopp und Abspielen. Hier haben wir USB 2.0. Und Mikro ist USB. Da haben wir hier ein paar Ersatzminen, weil der kann ja auch schreiben. So, warum wir hier so schön ist, lässt sich das einfach auspacken. Ich hoffe ja. Ja. Hier sind Kopfhörer oder Ear-in mit Klinke. Das war's, so dass man auf Stereo hören kann. Wie gesagt, die Formate sind unter anderem MP3, denn WAV oder WAV und WMA ist kompatibel zum Mac
und zum Windows bringen. Jetzt kommen wir zum dem guten Stück. Soll so 37 Gramm wiegen. Dann holen wir das gute Stück doch mal raus. Gucken wir uns das mal im Detail an. Tut weg damit. Ja, ist aus Metall. Und wollen wir das nochmal zerlegen? Also hier ist ein Lipo schon verbaut. Und hier sieht man auch gleich, wenn ich das aufschraube, hier ist der Anschluss. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Ja, ich komme mal hier, da ist der Anschluss. Hier kann man das, glaube ich, auch noch weiter aufschrauben. Ich komme mal weiter in die Kamera rein. Und hier hat man auch was. Hier können wir es dann auch mit laden. Wir werden das auch noch mal testen. Mal sehen, ob man da irgendwas sieht. So geht weiter rein. Macht also im ersten Moment einen echt wertigen, stabilen Eindruck. Dann werden wir den mal einstecken. Ich werde auch eine Aufnahme machen. So, sieht man jetzt hier irgendwas leuchten, blinken? Nein. Also hier ist dann die Taste. Kann man draufdrücken. Also, er leuchtet erstmal gar nicht. Ja, gut. Lassen wir mal so. Und wie gesagt, hier kommt die Mine, die dann ja auch schreiben muss. Achso, einfach hier drehen. Dann kommt die Mine, ist die Mine drin. Und hier kommt sie wieder raus. Und dann kann man, haben wir irgendwo mal ein Stück Papier. So, hier habe ich mir ein Stück Papier geholt. Und schreibe ganz normal wie ein Kugelschreiber. Das finde ich schon mal nicht schlecht. So, mal gucken, das dürfte nicht lange dauern. Nee, hier leuchtet auch nichts weiter. So, bevor wir das jetzt ausprobieren, das ist alles im Lieferumfang enthalten. USB-Kabel. Hier kommt dann die Kopfhörer dran. Das testen wir auch gleich einmal. Hier haben wir 5 Ersatzminen. Die würde ich mal beiseite packen. Und hier haben wir den schönen Stift. Wie gesagt, ist metallisch, liegt gut, relativ gut in der Hand. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, der ist jetzt außergewöhnlich. Aber das ist schon schick. So, hält sich gut in der Hand. So, jetzt hören wir einmal diese Tonprobe. Die werde ich nicht mit den beigelegten Kopfhörern machen, sondern ich werde das mit einem externen Lautsprecher machen und dann werden wir das jetzt mal zusammensetzen. Aber ihr müsst ja leider das hier auseinandernehmen, was ich nicht ganz so schön finde, wenn man MP3 hören möchte. Das ist eher für Tonaufzeichnungen. Also dann nehme ich einmal einen externen Lautsprecher, das hört sich nicht ganz so gut an, sage ich gleich von vornherein. Ich werde das auch gleich ein bisschen leiser machen. Ich werde das jetzt gleich so im Weg stellen. Ihr müsst das hier oben drücken. Und ich hoffe, ihr könnt das sehen. Hier ist die Pause-Taste und Play-Taste. Hier ist laut und hier ist leiser. Vorspulen und zurückspulen. Drücken. Ich soll dann auch den externen Lautsprecher anmachen. Aufzeichnen und die Stimme wiedergeben. Zum Beispiel so, bei einer Pressekonferenz. Viel Spaß mit dem Video. Ich kann die Stimme auch aufzeichnen und die Stimme wiedergeben. Zum Beispiel bei einer Pressekonferenz. So funktioniert das. Das finde ich gut. Entschuldigung für die kurze, zu hohe Lautstärke.
es macht, was es soll. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, der schreibt sehr gut. Wie gesagt, liegt auch gut in der Hand. Ist schön stabil. Also, naja. Über die Kopfhörer kann man streiten. Ob man das als MP3-Player nutzen möchte, ist jedem selbst überlassen. Ich finde es gut, dass hier 5 Ersatzminen dabei sind. 2, 4, 5. Ja, stimmt. Wie gesagt, tadellos. Für das, was es machen soll, finde ich das echt gut. Und dann würde ich sagen, den könnt ihr euch ruhig holen, wenn ihr sowas braucht. Wie schon gesagt, ihr müsst denn, wenn ihr aufnehmen wollt, gedrückt machen, also die Taste eindrücken und dann nimmt er auf. Wenn ich jetzt wieder rausmache, dann ist die Aufzeichnung. Aber es gibt eine Verzögerung da drin. Also er nimmt nicht sofort auf. Also wenn ich jetzt drücke, nimmt er nicht gleich auf. Ihr müsst ein bisschen warten. Ich sag mal so 2-3 Sekunden. Das kann ja vielleicht mit dran liegen, dass ich vielleicht, naja, das zu schnell haben möchte. Aber so wäre der. Und hier oben einfach nur drehen, festhalten und dann könnt ihr schön schreiben. Und dann wieder die Mine einfahren. Wunderbar. Dann nochmal vielen Dank an die Firma und dann bis zum nächsten Video. Euer River Dave. Und vergiss nicht, wenn euch das Video gefällt, ein Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefällt, 2 Daumen hoch. Und abonniert doch meinen Kanal, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ein Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, 2 Daumen hoch. Abonniert doch meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpasst. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer River Dave.